Mann, hier ist vielleicht ein Betrieb. Willkommen zurück zu KOTOR. Wir haben die Aufgabe erledigt, wir haben das Swoop-Bike-Teil zurückgebracht. Und jetzt fordern wir unsere Belohnung ein. Ihr seid zurück. Habt ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen mitgebracht? Ja, ich hab ihn bei mir. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr es schaffen könnt. Das Rennen ist morgen. Und meine Mechaniker brauchen ja auch noch ein wenig Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen in unser Bike einzubauen. Triebwerksbeschleuniger-Prototypen, ja. Was ein Wort. Das ist kein Wort, was es im echten Leben gibt. So, dann geht's jetzt los, oder? Macht euch keine Sorgen, ich halte mein Wort. Ich habe euch versprochen, dass ihr an dem Rennen unter der Flagge der geheimen Weg würdet teilnehmen können. Dabei bleibt es auch. Und es wird noch besser. Ich gestatte euch, das Swoop-Bike zu nehmen, in das wir den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einbauen. Ohne dieses Bike hättet ihr keine Chance. Gaddon, das ist nicht euer Ernst. Wir brauchen auf diesem Bike einen unserer besten Fahrer. Wir können doch keinen Anfänger mit dem Prototypen fahren lassen. Ich schaff das schon. Ich habe da absolut keine Bedenken. Talak Khan ist sich sehr sicher. Ich will ehrlich zu euch sein. Es gibt noch einen Grund, warum ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen ausprobieren dürft. Der Beschleuniger ist ein wenig instabil. Es könnte durchaus sein, dass er während des Rennens explodiert. Ich kann von meinen eigenen Fahrern nicht verlangen, so ein Risiko einzugehen. Sie werden mit normalen Swoops fahren. Nur ihr habt ein Bike mit dem Triebwerksbeschleuniger-Prototypen. Wenn ihr die Strecke absolviert, bevor der Beschleuniger überhitzt, gewinnt ihr für die Big. Falls ihr sterbt, könnte es noch immer einer meiner anderen Fahrer schaffen. Na toll. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen überhaupt noch haben will. Ohne den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen habt ihr keine Chance zu gewinnen. Wenn ihr nicht gewinnt, könnt ihr Bastila nicht befreien. Keiner der anderen Fahrer würde sie hergeben, wenn er sie gewinnt. Das ist eure einzige Chance. Aber ich könnte ihn doch dem Fahrer dann wegnehmen, oder? Das wäre doch einfacher wahrscheinlich. Aber gut, wir haben keine Wahl. Ihr könnt heute hier übernachten. Die Mechaniker brauchen Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einzubauen. Ihr könnt also leider nicht mit dem Bike üben. Doch ich kann mich auf meinen Instinkt verlassen. Irgendwas sagt mir, dass ihr das Zeug zum Rennfahrer habt. Entspannt euch einfach. Am Morgen bringen wir euch zur Swoop-Strecke. Tja, du verbringst eine ruhelose Nacht in der Basis der Beck. Am nächsten Morgen bringt dich einer der Beck zur Swoop-Strecke. Hier haben normalerweise nur Piloten und Mechaniker Zutritt. Ja, wunderbar, ich bin doch Pilot. Und ich habe den, wie hieß es, Triebwerksbeschleuniger-Prototypen in meinem Swoop-Bike. Da kann doch nichts schief gehen. Außer einer Explosion. Das ist also dein Swoop-Bike, ja? Keine Sorge, der Triebwerksbeschleuniger-Prototyp und die Stabilisatoren sind perfekt eingestellt. Hoffe ich wenigstens. Candon meint, das ist dein erstes Rennen. Stimmt das? Soll ich dir erklären, wie so ein Swoop-Bike funktioniert? Nee. Nein! Keine Regeln. Interessiert mich nicht. Los geht's. Khan interessiert sich für sowas nicht. Ob ich mit euch reden sollte hier? Nein. Wir schauen uns Bastila an. Hallo, Schatz. Ich meine, gut aussehen tut sie ja, nicht? Da kann man nichts sagen. Nur ein bisschen schlapp auf den Beinen. Hey du! Niemand darf mit der Gefangenen reden. Okay, wunderbar. Sie trägt einen Neuralfesselkragen, der sie kontrolliert. Das erklärt die Körperhaltung. Ich würde ein Rennen fahren. Los geht's. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich glaube, die Beschleunigung, die Tasten waren relativ eindeutig. Ich glaube mit... Ach, der linken Maustaste, richtig. Der linken Maustaste kann ich nach vorne kommen. Wenn es rot wird, muss ich schalten und diese Beschleunigungspads hier, die helfen mir, während die Hindernisse sind, ja. Macht Sinn, ne?
Na komm, wo muss ich langfahren? Schalten. Nicht vergessen. Oh, 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 oh. Ich bin kein guter Swoop-Bike-Fahrer. Überhaupt nicht, ne? Kein Stück. Nie gewesen. Aber ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, das war gut genug. Ja, es schien gut genug gewesen zu sein. Unglaublich. Bestzeit. Du hast eben Piloten geschlagen, die seit 20 Jahren dabei sind. Wahnsinn. Haha. Ich bin wie Anakin Skywalker. Bis heute saß er noch nie auf einem Swoop und jetzt spaziert er hier rein und... Moment! Das gibt's ja nicht! Sehen Sie sich die Anzeigentafel an! Irgendein Vulke hat eine Zeit unterboten! Ah, es war Redros. Okay, also jetzt muss ich ihn noch schlagen. Hey du Vulke, Drecksack! Das war ein fantastisches Rennen, Kleiner. Tja, aber leider nicht gut genug, was? Gegen mich hast du keine Chance, Kleiner. Flieg meinetwegen noch eine Runde. Meine Bestzeit schlägst du sowieso nicht. Ha! Die Herausforderung nehme ich gerne an. Und ich beweise dir hoffentlich das Gegenteil. Wenn ich mich richtig erinnere, explodiert dein Swoop-Bike beim 5. Rennen. Rot, gelb, los! Los, habe ich gesagt. Oh mein Gott, ich hoffe, ich schlage meine eigene Zeit. Denn es könnte sein... Ja, gib's ihm. Okay, ich bin gut dabei. Ich bin gut dabei. Ich fühle mich gut. Gib Gas. Schalten. Nicht an den Dingern vorbeifahren. Also an manchen schon, aber nicht an den viereckigen. Ja, um 4 Sekunden geschlagen. Ich glaube, da kommt er nicht runter diesmal. Keine Chance. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. So etwas habe ich in 20 Jahren noch nicht gesehen. Diese Zeit schlägt niemand. Nie und nimmer. Anscheinend hatte Gaden ein gutes Händchen. Sobald deine Zeit offiziell bestätigt wird, kannst du dir deinen Preis abholen. Wunderbar. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Sieger. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für einen der mutigsten Swoop-Piloten aller Zeiten. Mit Können und Mut hast du bewiesen, dass du der beste Swoop-Pilot auf Taris bist. Du hast den geheimen Beck alle Ehre gemacht. Wunderbar. Komm, weiter. Und den Preis überreicht kein geringerer als der Anführer der schwarzen Vulka. Bevor ich dem sogenannten Champion der Beg seinen Preis überreiche, muss ich euch etwas mitteilen. Der siegreiche Pilot ist ein Betrüger. Ein Betrüger? Du lügst! Euer Swoop-Bike läuft mit einem Beschleuniger-Prototyp. Eindeutig ein unfairer Vorteil. Wegen dieses Betrugs der geheimen Beg ziehen die Vulka ihren Anteil an der Siegprämie zurück. Das kannst du nicht machen, Brezhik. Du kennst doch die Regeln. Niemand darf die Siegprämie nach dem Rennen zurückziehen. Das verstößt gegen alle Traditionen. Ja, das interessiert ihn wahrscheinlich nicht. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann mich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brezhik. Oh, eine Jedi. Autsch. Was? Unmöglich. Ihr wart an einen Neuralfesselkragen gekettet. Woher habt ihr den Willen nehmen können, um euch selbst zu befreien? Ihr unterschätzt die geistigen Kräfte eines Jedi, Brezhik. Doch ihr lebt nicht mehr lange genug, um diesen Fehler zu bereuen. Vulka, zu mir! Beseitigt diese Frau! Beseitigt den Swoop-Piloten! Beseitigt alle! Hey, ich glaube, ich will Bastilla haben. Das gefällt mir. Die beste Strategie in diesem Kampf hier ist, sich den anderen Leuten hier anzuschließen. Und wegzurennen. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Denn Bastilla ist natürlich unverwundbar. Und kann nicht. Komm, ja, super. Energieschild. Und dann helfen wir ihr, ja? Wir helfen hier, nimm das. Wow. Die hat... Hey, hey, hör auf, hör auf. Hör auf mich zu hauen, das tut auch weh. Ja. Schießen darfst du. Da habe ich nichts dagegen. Okay, ich komm schon, ich komm schon. Wir helfen, wir helfen, wir helfen. Nimm das. Und weglaufen, weglaufen, weglaufen. Oh, 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 oh. So ist gut. Geh auf die Frau. Nein, nicht auf mich. Nein! Nein, davor hatte ich Angst.
Davor hatte ich Angst. Meine Gruppe wurde aufgerieben. Zurück zum Hauptmenü. Nein, lass mich zurück zum Hauptmenü. Ja, das ist schade. Das ist super schade. Jetzt müssen wir nämlich das letzte Rennen nochmal fahren. Weil es gibt kein Autosave vor dem Kampf. Da merkt man dem Spiel doch vielleicht sein Alter an. Ich weiß nicht. Könnte sein, dass das am Alter liegt. Weil ich glaube, neuere Spiele machen eigentlich immer ein Autosave. Na komm, fahren. Das muss ich noch üben da. Mit dem Losfahren. Aber ich bin absolut kein Rennfahrer. Kein bisschen. Oh, aber ich glaube, ich kenne so langsam die Strecke. Ja, es geht. 23, 72. Besser als letztes Mal. Wunderbar. Dann klicken wir uns da fix durch. Auf geht's, weiter. Ja, ja, Siegerehrung und so. Ja, den Jubel können wir genießen. Leute, euer Alter. Ja, Bastila, nochmal. Was? Einem Tritt. Unmöglich. Ihr wartet. Ihr untersch... Vulkan. So, Energieschild. Hey, hör auf mich zu treten. Hast du nicht gesehen, wie weh das tun kann? Daran, was Bastila gerade mit dem einen da gemacht hat. Ja, jetzt bist du tot, Redros. Oh, ich habe Redros getötet. Den Kerl, der meine Zeit unterboten hatte, meine erste. Sehr gut. So, jetzt laufe ich vor dir weg. Nein. Ich will, dass du deine Fernkampfwaffe benutzt. Nahkampfwaffe eigentlich. Egal. Gib mir was von hinten. Und dann renn weg. Renn weg, renn weg, renn weg. Renn hin, renn hin, renn hin. Hau ihn. Renn weg, renn weg, renn weg. Ja, er ist fast tot. Okay. Faires 1 gegen 1. Komm, stirb. Nein! Hau ihn um. Ja. So soll's laufen. So, Bastila. Ich bin gleich bei dir, sobald ich die Leute hier ausgezogen habe. Ja, denn das muss ich machen. Geht vor. Schön viele Credits. Und was hatte Brezhik dabei? Ein Lichtschwert. Und ein grünes Lichtschwert. Ich habe nämlich noch was installiert. Vor kurzem. Neue Lichtschwertfarben. Da kriegt Bastila ihre eigene Custom-Farbe. Und das ist die hier. Also das, da kannst du dich schon mal drauf freuen, sozusagen. Oh, und er hat noch Handschuhe und ein Armband dabei. Und ich denke mal, die gucke ich mir auch gleich noch an, ja? Brezhiks Handschuhe bringen 1 an Geschicklichkeit mehr. Was mir noch nichts bringt, weil ich habe eine Geschicklichkeit von 14. Ja, also das, die brauche ich nicht anziehen. Ich kann aber hier Brezhiks Armband anziehen. Damit widerstehe ich ein bisschen Nahkampfangriffen. Allerdings gebe ich das vielleicht lieber einem Tank. Ja, auch egal. Was haben wir noch? Wir haben noch irgendwas gefunden, oder? Wir haben bestimmt noch irgendwas gefunden. Alle. Neu. Bastel das Lichtschwert ohne Beschreibung. Okay. Ja, kann sein, dass das in dieser Mod nicht drin ist. Ich klicke mal alles durch hier. Ja, den Militäranzug haben wir bekommen. Das ist immer eine Standardrüstung. Die haben wir ein paar Mal schon. Das Verpinen-Stirnband haben wir, glaube ich, vorhin bekommen irgendwo. Das könnte ich theoretisch anziehen. Das ist der Gürtel. Schaden gegen Schmettern, was auch immer das genau ist. Ein Reaktionsimplantat für plus 1 Geschicklichkeit. Oh, vielleicht kann ich schon Implantate benutzen. Nee, leider nicht. Egal, egal, Bastila. Nun gut, diese verdammten Vulkar werden es sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob sie noch einmal eine Jedi gefangen nehmen. Und was euch betrifft, wenn ihr glaubt, mich als Trophäe gewinnen zu können... Moment, das glaube ich nicht. Ihr seid doch einer der Soldaten der republikanischen Flotte, nicht wahr? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wie kommt einer wie ihr dazu, für dieses Whoop-Banden-Rennen zu fahren? Ah, überanstrengend, ein schönes Köpfchen nicht.
Überanstrengend, ein schönes Köpfchen, nicht? Mir kommt Ihre Stimme total bekannt vor, aber ich weiß nicht woher. Auf jeden Fall ist mein Name Talakan und ich bin hier, um dich zu retten. Da hinten ist mein weißes Ross. Mich retten? Wolltet ihr das mit eurem Swoop-Rennen erreichen? Für eine Rettungsaktion war das aber ziemlich jämmerlich. Nur für den Fall, dass euch das entgangen sein sollte. Ich habe mich selbst aus diesem Neuralfesselkragen befreit. Es war wohl eher so, dass ich euch gerettet habe. Regik und seine Vulka hätten euch umgebracht, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ihr hattet großes Glück, dass ich euch aus diesem Schlamassel befreit habe. Tch, Mädchen, du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Bis ich hier aufgekreuzt bin, warst du eine hilflose Gefangene. Ich mag eine Gefangene gewesen sein, aber eine Jedi ist niemals hilflos. Schon mal was von der Macht gehört? Aber ich sollte nicht zu hart mit euch ins Gericht gehen. Ihr habt ja wirklich versucht, mich zu retten, auch wenn nicht alles nach Plan lief. Kümmern wir uns lieber ums Geschäft. Die Gefahr ist noch nicht vorüber. Ich versuche herauszufinden, wie wir von diesem Planeten fliehen können. Zunächst müssten wir wissen, auf welche Ressourcen wir zugreifen können. Sind wir die einzigen Überlebenden der Ender Spire? Hey. Wer hat gesagt, dass du ihr das Sagen hast? Die Republik zum Beispiel. Ich war Commander einer Flotte. Schon vergessen? Aber regt euch nicht auf. Sagt mir lieber, wie wir von diesem Planeten verschwinden können. Ich reg mich nicht auf. Du machst hier draus ein Argument aus diesem... Du machst hier einen Streit draus. Tja. Na gut, Karf und ich werden schon den Weg finden. Karf Onasi lebt? Endlich eine gute Nachricht. Karf ist einer der besten Soldaten der Republik. Er hat sich mehrfach als Held erwiesen. Er hat euch geschickt, um mich zu retten? Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Karf hätte euch niemals geschickt, wenn er nicht von euren Fähigkeiten überzeugt wäre. Verzeiht mir, trotz meiner Jedi-Ausbildung urteile ich oft etwas voreilig. Bitte bringt mich sofort zu Karf. Gemeinsam werden wir drei einen Weg finden, von hier zu fliehen, bevor die Sith unsere Anwesenheit bemerken. Vous ne pouvez pas gagner, Revan. Bastila, ihr lebt. Endlich ein Lichtblick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Was? Was hast du die ganze Zeit gemacht? Du warst gefangen die ganze Zeit. Tch, Glashaus oder was? Wir haben euch gerettet. Verstehe. Aber jetzt, wo ich wieder die Verantwortung für diese Mission trage, werden wir die Dinge richtig machen. Hoffentlich verläuft unsere Flucht von Taris etwas ruhiger als diese Rettung vor Brejik. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila, aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen. Und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Tja, das stimmt wohl. Das machen auch die guten Anführer in der echten Welt. So. Was könnte ich so... Also, Bastila ist ja ein Stück Arbeit, das habe ich ja gar nicht so in Erinnerung. Meine Güte. Das ist ja hart. Werde ich mich auf eine Seite schlagen, wenn dann auf Karfs. Oder ich sag, sie sollen sich beruhigen. Ja, das ist schließlich hier meine Show. Ja, beruhigt euch. Ja, ihr habt natürlich recht. Ich muss mich entschuldigen, Karf. Das war eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich für jeden Rat dankbar. Was schlagt ihr also vor? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten.
Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Karf. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulka und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Viel Glück bei dem Vorsatz. Viel Glück. Suchen wir den Weg, von diesem Planeten wegzukommen. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Cantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Hä? Was? Wo? Warum redest du mich an? Ich habe Angst vor dir. Bei unserer ersten Begegnung ist etwas Seltsames passiert, ja? Diese Vision, die ich hoffentlich ins Video geschnitten habe. Eine Vision? Wovon? Von euch, wie ihr gegen dunkle Jedi gekämpft habt. Revan, denke ich. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Machtempfänglichkeit. Sag das nochmal. Was meinst du damit? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Ich könnte also ein Jedi werden? Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen, egal wie. Ja. Meine Güte. Steck das Ding wieder weg. Ich hab's ja nicht so gemeint. Ja, aber das ist Bastillas Lichtschwertfarbe. Und ich glaube, Bastillas. Ich glaube, wir können hier auch die Leute ausrüsten. Von dem Menü hier, während wir in dem Dings sind, ja. Also ich könnte jetzt hier Leuten Sachen anziehen. Karf, du kannst Brejiks Gürtel nehmen. Wer braucht denn noch Geschicklichkeit? Ja gut, Bastilla könnte Geschicklichkeit vertragen, natürlich, klar. Das heißt... Ja, ich gebe dir mal das Ding. Und Brejiks Handschuhe. Könnt ihr die Kleidung ausziehen? Ha, jetzt bist du nackt. Und nu? Ha. Tja, okay, genug davon. Ziehen wir ihr die Kleidung wieder an. Eine Rüstung kann sie leider nicht benutzen. Dann gebe ich ihr noch Brejiks Armband und ein Energieschild, ja. Und den Kardiovaskularregulator. Cooles Wort. Was hat Karf für Waffen? Ein Langschwert. Ich denke mal... Steigt mein Charakter auf Fernkampf um kurzfristig? Nee. Aber ich denke, Karf sollte vom Wookie das Schwert sich angeln. Ja, das Schwert ist nämlich... Ist gar nicht so gut. Nee, okay. Karf bleibt bei seinen Waffen. Denn ich habe vor, mit Karf und Bastilla vor die Tür zu gehen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. Die beiden sind jetzt wichtig für die Hauptgeschichte, für die Hauptstory. Vielleicht haben wir ja einen tollen Dialog wieder mit Karf. Soweit so gut. Möge die Macht mit dir sein.